Nach der Niederlage bei der jüngsten Landtagswahl haben sich die Liberaldemokraten in Mecklenburg-Vorpommern rar gemacht. So zumindest der Eindruck. Nun meldet sich die FDP als außerparlamentarische Opposition wieder öffentlich zu Wort. Am 29. August haben die Liberalen im Schweriner Schloss ihre Europakandidaten gewählt. Dabei wurde die Kritik an der Landesregierung deutlich artikuliert. Die Standpunkte waren auch als Kampfansage zu verstehen. Denn 2019 will die FDP auch an den Kommunalwahlen in MV aktiv teilnehmen. Mit der Digitalisierung ist es noch nicht wirklich einen Schritt vorwärts gegangen. Mit vielen Infrastrukturmaßnahmen hängen wir hinten an. Im Bildungssektor haben wir immer noch Notstand, wir haben immer noch hohe Abbrecherquoten, wir haben immer noch Zustände in den Schulen, Unterrichtsausfälle. Das geht uns zu langsam. Wir müssen in die Zukunft auch des Landes mehr investieren. Wir müssen aber auch schauen, dass wir in der Struktur Veränderungen vornehmen. Wir haben sehr, sehr große Landkreise, wir haben demnächst eine Kommunalwahl und wir müssen uns Gedanken machen darüber, wie die Menschen wieder mehr Teilhabe, politische Teilhabe auch ausdrücken können, wie sie noch deutlicher zu Wort kommen können. Mit nur 3% der Wählerstimmen hat die FDP 2016 den Einzug in das Landesparlament von MV verpasst. 2011 war das Ergebnis noch bedenklicher, lediglich 2,8%. Der Verlust im Vergleich zu 2006 betrug ganze 6,8% der Stimmen. Im Bundestag hingegen durften die Liberalen 2017 mit 10,7% und einem Stimmenzuwachs von knapp 6% einen wahren Durchbruch zelebrieren. Ist etwas Ähnliches bei der Kommunalwahl in MV auch möglich? Die Menschen wollen sich mit uns mit Problemen unterhalten und dabei unterscheiden sie höchst selten, ob das europäische Bundestagsthemen, Landtagsthemen oder kommunale Themen sind. Es beginnt bei der Turnhalle, bei der Schwimmhalle vor Ort. Es sind manchmal Probleme, die wirklich die Bürger ganz nahe treffen. Und was mir dabei auffällt, ist, dass es viel wichtiger ist manchmal, die kleinen Probleme anzupacken, die die Leute vor Ort wirklich bewegt, statt die ganze Zeit über Rente zu reden. Rente ist wichtig, das bewegt die Menschen selbstverständlich, darüber gibt es auch Gespräche, aber oftmals sind es die Ausstattung der Kitas vor Ort. Es ist die eigene Schwimmhalle vor Ort, es ist die finanziell schlecht ausgestattete Feuerwehr vor Ort. Als außerparlamentarische Oppositionskraft muss die FDP nun eine klar erkennbare eigene Strategie fahren. Die Parolen von rechts sind dem genetischen Code der Liberalen eindeutig fremd. Die bürgerliche Mitte wird ohnehin von allen Seiten hart umkämpft und ein Rutsch nach links bleibt sehr unwahrscheinlich. Im Vorfeld des Wahljahres 2019 wird nun zwischen der Europa- und der kommunalen Ebene ein Spagat versucht. Zum Beispiel in Sachen Migrationspolitik. Gerade in den Kommunen kommen Menschen an, die keine Bleibeperspektive haben. Die Integrationsleistung wird von den Menschen erbracht, die in den Kommunen sind. Wir möchten gerne, dass Menschen, die bei uns sind, Arbeit haben, die Sprache sprechen, integriert und in Sportvereinen sind, auch die Gelegenheit haben, ihre Perspektive und ihr Leben hier in Mecklenburg-Vorpommern zu gestalten. Gleichwohl wünschen wir uns aber auch, dass die Menschen, die nicht bleiben dürfen, nicht mehr erst in die Kommunen kommen und dann von dort aus weggeschickt werden müssen. Mit einem mobilen Wahlbüro und knapp 750 Mitgliedern in MV will die FDP hierzulande für Stimmen werben. Die Liberalen sind bereit, ihre Kräfte mit den politischen Schwergewichten zu messen.